Du bist ja mittlerweile im Fußball über die Jahre gereift und im Moment beim HSV umgeben von vielen sehr, sehr jungen Talenten. Wie ist es so mit den jungen Wilden? Kommst du gut klar? Ja, sehr gut. Ich meine, im Kopf bin ich noch immer ganz jung und noch immer ein Talent und ja. 18, aber es ist leider nicht mehr so. Ja. Und naja, wir haben natürlich viele Junge und ein ganz, wir lieben ganz andere Sachen. Und die laufen mit diesen Kopfhörer auf. Und, die größer sind als der Kopf, die Kopfhörer. Genau. Und, aber ich muss sagen, die sind alle sehr nett und die sind alle Talente. Aber ich finde das schon sehr gut. Wir reden viel und ich bin natürlich ein Kapitän, aber die können immer zu mir kommen und auch über meine Karriere erzählen. Und die hören auch zu, die versuchen zu lernen. So. Das macht schon Spaß. Ja, die sind immer sehr nett und die sind auch immer sehr respektvoll. Das beweist jetzt zum Beispiel auch Hakan Çalhanoğlu. Mit dem hat man sehr viel Spaß, mit dem kann man lachen. Er ist derjenige, der uns immer zum Fußballtennis ruft und immer mit uns zocken will. Und ja, für uns jungen Spieler ist es natürlich schön, dass so ein älterer Mann auf uns zukommt und mit uns spielen will. Das habe ich nicht verstanden. Du hast nicht verstanden. Er hat gesagt, für uns junge Spieler ist es schon schön, wenn so ein älterer Mann auf uns zukommt und mit uns spielen will. Morgens Krafttraining, glaube ich. Ja, da gibt es gleich was auf die Socken. Gell? Ist ja so ein bisschen dein Kronprinz, ne? Ich meine, das meine ich auch. Der ist super nett, super jung, super Spieler auch. Und, super frech, wie wir gehört haben. Der erste, was er sagt, hey Bruder, sagt er zu mir. Was ist denn hier los? Bruder. Aber so sprechen die. Genau.